Hoffentlich funktioniert das gerade und ich schüttel nicht umsonst. Noch ein paar Mal. Ganz schnell. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Oh Gott, das wird schwerer als gedacht. Dann geht's wieder rauf. Headbanging. Wow. Okay. Ja. Außergewöhnlich. Hallöchen Leute und willkommen zurück bei einem neuen Video. Und für alle, die mich noch nicht kennen, hi, ich bin Paula und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Meine Haare sind, wie ihr sehen könnt, heute ein bisschen anders. Ich habe nämlich so eine neue Lockenmethode ausprobiert. Ich zeige euch das mal kurz. Mit diesen Dingern hier. Ich habe mit denen geschlafen. Es war sehr unangenehm. Also kann ich auf jeden Fall niemandem empfehlen, damit zu schlafen. Leider hat sich das, finde ich, auch nicht wirklich gelohnt, weil es ist einfach nur das reinste Chaos. Aber ich dachte mir, ich schminke mich jetzt erstmal und dann versuche ich das so ein bisschen zu fixen. Vielleicht sieht es ja doch noch ganz schön aus, wenn ich das ein bisschen gestylt habe. Also ja, erstmal die Haare ignorieren und ich würde sagen, ich erkläre jetzt mal kurz, was wir heute zusammen schminken werden. Ich freue mich nämlich extrem. Ich glaube, das wird ein richtig cooles und witziges Video. Und zwar werden verschiedene TikTok-Make-up-Filter mein Make-up bestimmen. Ich habe so das Gefühl, es kommen in letzter Zeit richtig coole und neue Make-up-Filter raus. Und ich liebe es auch, die einzelnen immer auszuprobieren und auch teilweise was nachzuschminken. Und ich dachte mir, es wäre doch cool, alle von diesen Filtern irgendwie zu vereinen und damit ein Full Face of Make-up zu schminken. Ich habe keine Ahnung, was uns gleich erwarten wird, beziehungsweise wie dieser Look dann aussehen wird. Es könnte wirklich sein, dass es eher ein neutraler Look wird oder ein ganz verrückter Look. Und ich würde sagen, wir lassen uns einfach überraschen und wir starten gleich mal. Ich habe vorhin circa 2 Stunden damit verbracht, die ganzen Filter rauszusuchen. Und bei den meisten Filtern ist auch ziemlich cooles Make-up dabei, bis auf einen. Es gibt ja so einen Filter, ich glaube, das wird so der Problemfall. Der wird bestimmt den ganzen Make-up-Look ruinieren. Und ich würde sagen, wir machen den einfach gleich am Anfang. Das ist so wie im Pflaster abreißen, einfach ganz schnell rutsch, dann tut es am Ende nicht so weh. Das ist der Augenbrauen-Style-Filter. Und wie ihr sehen könnt, rotiert das zwischen verschiedenen Augenbrauen. Und wenn ich blinzel, wird eins ausgewählt. Ich habe ein bisschen Angst, aber wir probieren es einfach mal. Okay, ja, außergewöhnlich. Also wir haben eine wavy Augenbraue und eine Blitzaugenbraue. Es hätte schlimmer kommen können. Ich probiere es einfach mal. Vielleicht sieht es ganz cool aus. Aber irgendwie auch voll schwer zu machen, oder? Wie mache ich das denn jetzt am besten? Muss ich da meine Augenbrauen überschminken oder tue ich die dann so zurechtformen? Ich probiere es einfach mal mit so ein bisschen Formen. Ich mache das schon irgendwie. Jetzt rauf, dann geht es hier so runter. Oh Gott, das wird schwerer als gedacht. Dann geht es wieder rauf, runter, rauf. Sieht man da eine Welle? Also, dass ich die erste Aufgabe schon so verkacke, ist wahrscheinlich kein gutes Zeichen. Vielleicht hilft ja ein bisschen Concealer. Oder vielleicht sollte ich es einfach so lassen, bevor es noch schlimmer wird. Vielleicht gelingt mir ja die Blitzaugenbraue ein bisschen besser. Ich wage es aber zu bezweifeln. Sieht jetzt schon aus wie eine Katastrophe. Man muss in solchen Situationen einfach positiv denken. Ab jetzt kann es nicht mehr schlimmer werden. Den ersten Filter haben wir jetzt schon mal geschafft. Okay, ich bin echt froh, dass ich den hinter mir habe. Als nächstes kommt ein hoffentlich um einiges schönerer Filter. Und dann geht es weiter mit dem Lidschatten. Das ist für mich persönlich der schönste Filter, weil da gibt es richtig schöne Lidschatten-Looks. Der heißt Eyeshadow Switch. Und ja, genau. Da switcht man mit seiner Hand so drüber, also man wischt drüber und dann verändert sich der Lidschatten. Da sind ein paar echt schöne Looks dabei, ein paar neutralere und ein paar sehr bunte. Ich glaube, es sind, wie viele sind das? 4 verschiedene Looks. Und ich mache jetzt gleich die Augen zu, werde ein paar Mal hin und her wischen und werde die Augen wieder aufmachen. Und der Look, der dann da ist, den muss ich nachschminken. Bereit? Und go! Ich hoffe, es funktioniert gerade. Ich switche einfach ein paar Mal. Ich habe gerade keine Ahnung, wo wir sind. Und noch 1, 2, 3 und okay, sehr schön. Gelb und Orange, so ein bisschen korallmäßig ist das, oder? Damit die Farben schön kräftig sind, verwende ich jetzt erstmal ein bisschen Lidschattenprimer. Der kam gerade rausgeschossen. Für Lidschatten verwende ich jetzt diese Palette hier von Revolution, weil da sind wirklich alle Farben drin. Da gibt es auch einen schönen Korallton und ein Gelb und ich glaube, mehr brauche ich eigentlich eh auch nicht. Also der Look an sich ist ja gar nicht schwer. Ich glaube, das Schwierige ist nur, dass es gleich genauso wie der Filter aussieht. Unter den Augen noch ein bisschen was. Und jetzt ganz viel Gelb. Unter den Augen nicht vergessen. Glaube. Mehr Farben sind da eigentlich gar nicht. Okay, in der Inner Corner ist noch so ein bisschen was Weißes, also Highlighter. Ich nehme einfach weißen matten Lidschatten dafür. Ja, ich bin fertig. Ich hoffe, ich habe das relativ gut getroffen. Was meint ihr?
Also ich bin zufrieden. Es fehlt natürlich Eyeliner und Lashes. Die werde ich jetzt aber nicht von dem Filter übernehmen, sondern da gibt es eigene Filter dafür. Und ich würde sagen, wir machen gleich mal weiter mit Eyeliner. Der Eyeliner-Filter ist sehr neu. Der hat nämlich auch so ein bisschen das ganze Video hier inspiriert. Ich habe den auch schon ein paar Mal auf TikTok verwendet. Und zwar kommen jetzt auch wieder so verschiedene Eyeliner und dann bleibt es random bei einem stehen und den werde ich gleich nachschminken. Da sind ein paar richtig coole Eyeliner dabei. Manche sind sehr außergewöhnlich und manche sind auch wieder ein bisschen simpel. Also es ist wirklich von jedem etwas. Und ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Okay, hier sind sie und bei welchem Platz stehen? Okay, der gefällt mir sehr gut. Yay! Ich glaube, man sieht bei dem Screenshot, den ich gerade gemacht habe, dass ich mich sehr darüber freue. Das ist einfach so ein Graphic Eyeliner, der hier so rüber geht. Und ich finde, der passt auch sehr gut zu dem Look. Also ich mag es gerne, wenn so ein Look eher so simpler ist, wie dieser hier mit nur so zwei Farben. Und dann aber so ein cooler Eyeliner dazu. Und ich finde, es passt auch irgendwie so zu meinem Oberteil hier, weil es ist ja auch so schwarz. Ja. Ich verwende dafür diesen Huda Beauty Eyeliner. Der hat nämlich eine richtig schöne, dünne Spitze. Und ja, ich werde es einfach so gut wie möglich versuchen, den so nachzuziehen und auch natürlich symmetrisch hinzubekommen, weil ihr wisst, der Eyeliner ziehen ist ziemlich schwierig. Ja, wünscht mir Glück. Sie sind nicht ganz symmetrisch und sie sehen auch nicht ganz aus wie beim Filter, aber ich würde sagen, es passt schon so. Ich versuche das jetzt noch so ein bisschen auszubessern. Ich kann es noch ein kleines bisschen dicker machen. Ist beim Filter auch ein bisschen dicker. Okay, lassen wir es mal lieber so, sonst wird es doch wie bei den Augenbrauen, dass es immer schlimmer und schlimmer wird. Was rundet einen Lidschatten-Look noch so ab? Das sind die Lashes. Ich finde, Lashes machen immer alles viel besser. Außer natürlich, es sind hässliche Lashes. Jetzt habe ich gerade Panik, dass ich hässliche Lashes bekomme. Es gibt nämlich auch einen Lashes-Filter. Den habe ich tatsächlich noch nie verwendet. Den habe ich vorhin erst gefunden. Ich musste da noch sehr lange suchen, Leute. Der Filter heißt Eyelashes und ich kenne mich bei dem noch nicht so gut aus. Ich glaube, da gibt es verschiedene Arten von Wimpern. Und dann kann man auch so öfters auf eine Art draufklicken. Macht das irgendwie gerade Sinn? Nein, oder? Okay, ich versuche euch gerade etwas zu erklären, was ich selber nicht verstehe. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf das ganz linke draufklicke, mehrmals, dann kommen hier verschiedene Wimpern, eher so kürzere. Dann auf das zweite kommen auch wieder verschiedene Wimpern. Das sind dann die, die in der Mitte so lang sind. Die gefallen mir überhaupt nicht. Dann beim dritten kommen sehr natürliche bis volle. Also da gibt es drei Arten, glaube ich. Und dann beim ganz rechten sind solche spiky Wimpern, habe ich das Gefühl. Und beim letzten ist sogar Lidschatten dabei. Ich finde das dritte ganz gut, weil das sind so ganz verschiedene. Und ich finde die alle drei eigentlich ganz cool. Deswegen werde ich jetzt bei dem dritten Paar Wimpern öfters draufdrücken und wieder meine Augen geschlossen haben. Und dann werde ich meine Augen aufmachen. Und die Wimpern, die dann da sind, die werde ich versuchen, entweder irgendwie mit Mascara nachzuschminken oder mir aufzukleben, falls ich irgendwelche passenden Wimpern finde. Also, seid ihr bereit? Augen zu. Ich hoffe, ich tippe gerade. Könnte ganz sein, dass ich gerade ins Leere tippe, aber ich mache einfach mal jetzt die Augen auf. Ich habe mir gerade meine Bildschirmaufnahme angeschaut, bin draufgekommen, dass ich nicht gedrückt habe. Deswegen machen wir das schnell nochmal. Diesmal klappt das aber hoffentlich. Okay, wehe, das klappt schon wieder nicht. 1, 2, 3 und auf. Es hat geklappt. Und was sind das die dramatischsten? Okay. Ja, das gefällt mir schon besser. Da habe ich jetzt auch nochmal Glück gehabt. Das Problem ist jetzt, es wird ein bisschen schwierig, Wimpern zu finden, die genauso sind. Also die sind ja relativ buschig, aber nicht ganz so lang. Und die gehen ja wirklich vom Innenwinkel bis zum Außenwinkel. Schauen wir mal, ob ich solche Lashes überhaupt habe. Aber ich habe ca. 40 Paar Lashes, also irgendein Paar muss ja dabei sein. Nachdem ich jetzt die gesamte Ordnung in meiner Lashes-Schublade ruiniert habe, habe ich jetzt dieses Paar gefunden. Die passen auch am ersten, glaube ich, weil die sind relativ kurz, aber trotzdem dicht. Das sind die Melody Lashes x Lisa Marie Schiffner Empire Lashes. Hoppala, so sehen sie aus. Ja, das könnte eigentlich ganz gut dem Filter entsprechen, oder? Davor wie immer ein bisschen Mascara auftragen. Unteren Wimpern nicht vergessen. Und die klebe ich jetzt hier einfach mal auf. Aha. Ja, ich finde, das sieht ziemlich ähnlich aus, oder? Noch die andere Seite. Klebe doch. Mann, oh, soll es an meiner Haut kleben, nicht an der Pinzette. Bei Foundation und den ganzen Gesichtssachen habe ich leider keinen richtig passenden Filter gefunden. Aber einen, also einen, der ist halt besser als nicht. Und zwar heißt der Make-up Switch. Und bei dem muss man wieder hier so übers Gesicht streifen, wie ihr sehen könnt. Verändert sich das dann so ein bisschen. Und da gibt es halt verschiedene Arten. Da zum Beispiel haben wir so Sternzeichen. Dann so ein bisschen Glitzer unter den Augen, eher was Neutraleres, sehr viel Bronzer, die Blümchen, Blush. Und ich mache das jetzt wieder mit meinen Augen zu. Und los geht's.
Ich hoffe, es funktioniert gerade. Manchmal hängen die Filter ein bisschen. 1, 2, 3 und... ist das... Das ist Blush, oder? Das ist doch der mit dem Blush. Okay, ist halt relativ helle Haut und so Blush hier so über die Nase drüber. Ich trage jetzt ein bisschen was von meinem Concealer auf. Schön verblenden. Das war übrigens der XX Revolution Concealer. Das ist eine echt gute Deckkraft. Und das Ganze setze ich jetzt mit dem Holy Grails Puder von Maxim. Einmal drüber gehen. So. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Farbe für das Blush. Das ist das Glowish Blush von Huda Beauty in Caring Coral. Da gehe ich jetzt ordentlich rein. Und das packe ich mir... Oh, wir brauchen noch um einiges mehr. Das packe ich mir hier so drüber. Und es geht sogar bis in die Augenringe rauf. Okay, ich glaube, das ist genug. Und jetzt kommen wir auch schon zu unserem letzten Schritt. Und zwar natürlich dem Lippenstift. Da gab es sogar mehrere Filter und ich muss mich jetzt für einen entscheiden. Ich glaube, ich nehme den mit den meisten und verrücktesten Farben. Und zwar heißt der Lip Change. Bei dem steht als Anleitung, dass man den Kopf bewegen soll. Ich weiß nicht genau wie, aber so funktioniert es. Also mache ich es einfach mal so. Ja, sind sehr außergewöhnliche Farben vorbei, wie ihr gerade sehen könnt. Und ich würde sagen, ich mache jetzt wieder die Augen zu. Übrigens, weil es da mehrere Filter gibt, wenn euch das Video gefällt, könnte ich ja eventuell nochmal eine Runde machen. Oder vielleicht sogar mit Instagram-Filtern, weil ich glaube, da gibt es sogar mehr. Ich muss euch sagen, das macht mir gerade extrem Spaß. Okay, ich mache jetzt meine Augen zu. Und go. Schüttel einfach meinen Kopf ein bisschen hin und her. Hoffentlich funktioniert das gerade. Und ich schüttel nicht umsonst. Noch ein paar Mal. Ganz schnell. Headbanging. Stopp. Okay. Okay, es ist... Ja, so ein helllila, wie nennt man das? Lavendel? So eine Farbe? Ich bin gerade schon ein bisschen außer Atem. Ich sollte echt mehr Sport machen. Wo kriege ich jetzt so eine Farbe her? Ich glaube, ich habe nämlich so eine Lippenstiftfarbe gar nicht. Ich glaube, ich verwende dafür einfach Bodypaint. Das scheint eine ziemlich gute Farbe zu sein. Vielleicht werde ich noch ein bisschen Weiß mit reinmischen. Kleines bisschen nur. Komm schon. Tada! Also das nenne ich mal einen perfekten Color Match. Das ist ja wirklich dieselbe Farbe. Ich glaube, ich habe noch nie sowas auf den Lippen getragen. Oh, das deckt leider nicht so gut. Egal, wir machen ein paar Schichten. Das fühlt sich sehr falsch an. Ew. Ich glaube, besser kriege ich es nicht hin. Fühlt sich sehr komisch an. Schmeckt auch ein bisschen eigenartig. Und da das Make-up jetzt eigentlich fertig ist, werde ich jetzt noch kurz versuchen, eben meine Haarkatastrophe ein bisschen zu stylen. Und wir sehen uns gleich wieder mit dem fertigen Look. Okay, die Haare sind noch immer ein Mess. Ich glaube, ich kriege das einfach nicht hin. Aber vielleicht passt es ja eh ganz gut zum Make-up. So funky Haare, funky Make-up. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Haare findet und wie ihr das Make-up findet. Also findet ihr, haben die Filter das gut ausgesucht oder waren sie doch ein bisschen gemein zu mir? Und bitte können wir den Lippenstift einfach ignorieren. Der beginnt schon so ein bisschen zu bröckeln und ich kann es nicht abwarten, den endlich abzuschminken. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, dass ich das vielleicht nochmal mache, eben mit Instagram-Filtern oder ganz anderen TikTok-Filtern, schreibt das gerne in die Kommentare rein. Ich freue mich natürlich auch immer extrem über irgendwie Videovorschläge oder Ideen von euch. Und vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren. Wir sind fast 200.000 Abonnenten, was einfach verrückt ist. Ich würde mich natürlich auch freuen über einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns ganz bald wieder beim neuen Video. Und bis dahin, tschüss!